Moin Leute, heute ist ein cooles Thema und zwar zeige ich euch, wie ich mein E-Bike gebaut habe. Mit diesem Bafang Mittelmotor, mit diesem Akku und der ist ziemlich geil und dem ganzen anderen Kram. Ja? Ich weiß, ich habe geschrieben im Titel 1000 Wattstunden für 100 Euro und ich weiß, das klingt mega heftig, aber es stimmt, es ist kein Scheiß, das funktioniert und ich zeige euch auch, wie ich das gemacht habe und wie ihr das vielleicht auch nachmachen könnt, okay? Machen wir das Ding mal kurz ab und ich zeige euch, wie es aussieht. Jo, um den Akku abzumachen, brauchen wir diesen wunderschönen Schlüssel hier mit der Aufschrift 266. Damit weiß dann auch jeder, welchen Schlüssel ich hier habe. Das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Also die Schlüssel kann man einfach nachbestellen, wenn man diese Nummer hat. Ansonsten ist das Teil ziemlich cool. Ich mach's mal ab. So. Also ist auch echt nicht übel verarbeitet. Also in den 100 Euro ist auch das Case tatsächlich drin, also das ganze Teil. Ich zeige euch gleich kurz, wie ich es aufgebaut habe. Und die nächsten paar Wochen werden dann Einzelvideos nochmal folgen, wo ich euch den Aufbau des Akkus und auch des ganzen Zusammenschraubens nochmal detailliert zeige. Aber heute ist es eine Kurzversion. Okay? Ansonsten dieser Akku halt, den habe ich bei AliExpress bestellt. Ihr seht, der hat hier so eine ganz wunderbare Anzeige. Ich halte es mal näher an die Kamera ran. Die ist leider immer auf vier Balken, das heißt, der Akku zeigt immer voll an. Aber dafür haben wir hier oben unsere andere Anzeige, die gibt uns das ein bisschen genauer an. Also ziemlich cooles Teil. So, ansonsten würde ich sagen, genug gelabert. Das Teil ist auch schwer, ja, also der wiegt ordentlich was. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass der hier nicht so gut dran hält. Tut er aber, hält alles wunderbar. Und ab geht's. Ich zeige euch kurz die Teile, wie es ganz grob, wie ich es aufgebaut habe. Und wie gesagt, nächsten Wochen kommen dann noch Einzelvideos, wo ich es euch dann noch ganz detailliert erkläre. Und dann könnt ihr das alles Schritt für Schritt nachbauen. Okay, starten wir jetzt. Okay, fangen wir mit dem Spannendsten an. Und das ist natürlich der Akku irgendwie, weil ich habe gesagt, 1000 Wattstunden für 100 Euro. Das ist eine Hausnummer. Mit Case und allem Pipapo, also alles, was dazugehört tatsächlich. Wie habe ich das gemacht? Also das Akku-Case ist halt irgendwie bei AliExpress bestellt. Und das hat 55 Euro gekostet, inklusive BMS. Ja, und das BMS ist echt in Ordnung. Also ich habe das tatsächlich getestet und da kann man nicht meckern. Inklusive Nickel-Strips, also die waren auch dabei. Das fand ich auch krass und die waren nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob es echter Nickel war, aber selbst wenn nicht, ist es nicht so dramatisch. Es ließ sich sehr, sehr gut punktschweißen. Also es waren halt ordentliche Strips. Kann ich echt empfehlen. Also das war wirklich ein gutes Paket für einen fairen Preis. Einziger Nachteil, zeige ich auch gleich nochmal, das Teil ist, glaube ich, nicht wasserdicht. Ja? Also ich sehe halt irgendwie nicht, dass da irgendwelche Dichtungen sind oder so. Da müsste man wahrscheinlich nochmal nacharbeiten. Okay, das Ding ist, was natürlich mega krass ist, das könnt ihr euch denken, sind die Zellen. Ja? Dieses Akku-Case kann jetzt 90 von diesen Zellen, ich blende nebenbei immer so ein bisschen Videos ein, wie ich dann gearbeitet habe und so. Dieses Akku-Case kann halt irgendwie 90 Zellen fassen und ich kriege die Zellen gebraucht von einem Akkuhändler oder von einem Reparaturdienst und da kriege ich die quasi gebraucht für 25 Cent das Stück. Also ich kriege halt alte E-Bike-Akkus praktisch. Nehme die auseinander, recycle die Dinger, teste die. Das mache ich tatsächlich sogar mit einer selbstentwickelten KI. Ich blende das auch immer nebenbei so ein bisschen ein, wie das halt aussieht. Das heißt, da messe ich im Prinzip einmal den Innenwiderstand, hier mit so einem Resistance-Tester, gebe das ein in meine KI, gebe den Akkutypen ein und so weiter und der sagt mir sofort, der Akku taugt noch was oder nicht und darauf kann man sich tatsächlich ziemlich gut verlassen. Kapazität und so weiter wird ebenfalls ausgerechnet, also auch das ist halt möglich. Und das wird auch bald für euch frei verfügbar sein. Wir sind eigentlich kurz vor Abschluss des Ganzen und dann könnt ihr das auch nutzen, umsonst halt. Also wie gesagt, für nicht kommerzielle Zwecke natürlich. Genau, von diesen E-Bike-Akkus, die ich gebraucht bekomme, kann ich so ungefähr die Hälfte wiederverwenden. Und ich bezahle dann pro Zelle, die da drin ist, ungefähr 25 Cent das Stück. Und da ich die Hälfte ungefähr wieder verwenden kann, sagen wir mal ungefähr 50 Cent die Zelle. Ich brauche 90 Stück. Und dann mit den 55 Euro von dem Akku-Case komme ich ja auf Pi mal Daumen 100 Euro tatsächlich für diesen Akku. Und der hat echt 1000 Wattstunden, weil das halt 90 Zellen sind und die sind halt richtig, richtig fett. Das ist geil. Das Coole dabei ist halt, dass man die Zellen so nicht nur günstig kriegt, sondern man gibt denen auch wirklich noch ein zweites Leben. Das muss euch halt klar sein. Normalerweise würde ich halt diese gesamten E-Bike-Akkus einfach ins Recycling geben und dann werden die auseinandergenommen und teilweise werden die auch wirklich einfach nur weggeschmissen. Ja, also die ganzen Sachen werden dann nicht unbedingt immer rausgeholt.
Sachen wie jetzt beispielsweise Lithium oder sowas da drin ist, wird zum Beispiel gar nicht wieder verwertet, weil das einfach sich nicht lohnt. Also Lithium gibt es im Moment so billig, dass es sich tatsächlich nicht lohnt, das irgendwie zu recyceln. Und das ist halt total schade. Und wie da wieder mit Ressourcen umgegangen wird, finde ich total scheiße. Deswegen sage ich, lass die Dinger so lange verwenden, wie es nur möglich ist. Man muss sich halt immer vorstellen, von diesen riesigen Packs, die wir da haben, sind meistens nur 1 bis 2 Zellen kaputt. Und der Rest ist teilweise wirklich noch fast neu. Also das ist halt krass, ja. Also wie gesagt, für euch eigentlich eine Win-Win-Situation. Einmal billig und zum Zweiten tut er auch wirklich was Gutes für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit. Da sehe ich eigentlich wenig Nachteile. Man muss nur wissen, was man tut. Aber das könnt ihr in meinen Videos lernen. Nächster Punkt, woher hast du die Akkus? Hatte ich eben schon ein bisschen erwähnt. Also da gibt es immer diverse Quellen und so weiter. Ich kann es nicht direkt jetzt hier sagen, also darum wurde ich halt gebeten. Ich kann euch da nur den Tipp geben, kommt zu uns ins Forum. Ich will euch damit jetzt nicht locken oder so, aber im Forum bei uns werden halt Akkus, also solche gebrauchten Zellen halt eigentlich immer zu fairen Preisen getradet, getauscht, was auch immer. Viele haben immer Restbestände und so weiter, die sie gerne loswerden wollen. Kann ich euch eigentlich nur empfehlen, da sind auch ein paar Händler unterwegs. Sprecht euch da ab, fragt und so weiter und da kriegt ihr auf jeden Fall Antworten und da könnt ihr euch dann solche Zellen besorgen, wenn ihr das machen wollt, ja. Wie gesagt, aber bitte vorher mega gut informieren, weil es ist natürlich nicht komplett ungefährlich, aber es ist auch nicht so dramatisch, wie es oft dargestellt wird. Hauptsache, man weiß, was man tut. Also, unterm Strich, ziemlich coole Sache. Der Akku wirklich für 100 Euro, es ist halt echt kein Witz. Das ist kein Schwachsinn oder so, ich habe wirklich nur 100 Euro für das Teil bezahlt. Nächster Punkt ist halt dieser Mittelmotor, also der ist von Barfang. Das kennen wahrscheinlich relativ viele, der ist recht bekannt, ist auch jetzt eigentlich nichts Besonderes. Man kann auch, wenn man Bock hat, sich so einen Hinterradantrieb oder einen Vorderradantrieb holen. Die sind noch ein bisschen günstiger. Ein Kumpel von mir hat das. Wir haben da auch zusammen ein E-Bike aufgebaut und das funktioniert in meinen Augen ziemlich genauso gut. Weiß ich nicht. Ich hatte irgendwas gelesen. Manche meinten, das wäre vom Drehmoment so ein bisschen günstiger und so. Das stimmt, weil bei dem Barfang-Motor kann ich natürlich noch irgendwie schalten. Bei dem Hinterradmotor zum Beispiel muss der Motor halt immer das an Drehzahl nehmen, was gerade da ist. Ne? Bei dem Barfang-Motor, wenn ich zum Beispiel anfahre am Berg, kann ich einen niedrigen Gang wählen und damit mache ich den Bike ein bisschen leichter. Unterschied gemerkt habe ich jetzt persönlich nicht, wenn ich das jetzt ganz ehrlich sagen. Vom Gefühl her fühlt sich ziemlich ähnlich an. Der Motor mit allen Kabeln, mit dem Display, also mit dem Display, dem kleinen Computer, also wirklich komplett der ganze Motor mit allem, was man dafür braucht, für 350 Euro inklusive Versand bei AliExpress auch. Link, wie gesagt, findet ihr immer unten in der Beschreibung. Echt gut. Es waren sogar so wunderschöne weiße Handschuhe dabei, damit man sich die Finger nicht schmutzig macht. Das fand ich irgendwie auch ziemlich geil. Sie haben mir zusätzlich tatsächlich auch noch diesen Gashebel mitgeliefert, mit dem Gashebel, der in Deutschland nicht erlaubt ist, also zumindest nicht, wenn man das als Pedelec irgendwie anmelden möchte oder fahren möchte. Wenn du das Teil mit Gashebel benutzt, habe ich mal geguckt, dann geht der auf 500 Watt hoch tatsächlich. Also was heißt das? Das heißt, dass es eigentlich die Baureihe von diesem Barfang-Motor sind halt immer 500 Watt Motoren und die werden softwaremäßig auf 250 runtergedrosselt. Das heißt, mit dem Gashebel kann ich den ganzen Spaß praktisch aushebeln und kriege da meine vollen 500 Watt. Das macht ziemlich Bock, ist natürlich nicht legal, aber ist cool, macht Spaß. Wenn man Bock drauf hat, kann man es machen. Punktschweißgerät habe ich auch verwendet, das habe ich mir selber gebaut. In dem Fall würde ich aber sagen, baut es bitte nicht nach, weil das Teil halt echt so gefährlich ist. Ich habe dafür von Lithium Works 8 Zellen verwendet. Von Lithium-Eisenphosphat-Akkus und die praktisch direkt als 12 Volt direkt an mein Punktschweißgerät gepackt als Energieversorgung und schließt die praktisch einfach kurz, also aber gepulst. Und das ist nicht ganz unkompliziert, deswegen baut das bitte nicht nach. Ja? Also da kann ich nur raten, lasst die Finger davon, das ist nicht ganz ohne und da kann man viel falsch machen und da kann auch viel passieren. Die Dinger könnten auch platzen oder so. Also bitte nicht nachmachen, ja. Jo, hier in aller Kürze nochmal das Cockpit, was ich euch zeigen wollte. Also hier ist der Gashebel, der natürlich mega illegal ist. Den dürft ihr auf gar keinen Fall installieren. Ja, ich habe den natürlich hier nur für Testzwecke installiert. Jetzt schalten wir hier mal unser Display an. Okay, so sieht die Kiste aus. Ich zoome mal näher rein. Okay, also ihr könnt jetzt hier sehen, ne, ich bin bisher 147 Kilometer gefahren. Das ist alles noch relativ neu. Irgendwie 6 Stunden insgesamt, keine Ahnung.
Wie dem auch sei. So, was ihr machen könnt, ihr könnt jetzt in dieses Geheimmenü gehen und dafür müsst ihr einfach zweimal den An-Button drücken, also den On-Off-Button, ganz schnell hintereinander. Zack. Dann seid ihr hier drin und hier könnt ihr jetzt so ein paar andere Sachen einstellen. Und das, was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein sollte, ist jetzt hier unter Basic Settings, da geht ihr drauf. Und da könnt ihr jetzt da noch weitergehen auf Advanced Settings. Genau, hier müsst ihr das Passwort eingeben, das ist 1919. Ich spule mal schnell vor. Okay, und das Coole ist, hier könnt ihr jetzt einstellen euer Speed Limit. Also das könnt ihr hier zum Beispiel auf 25 km/h einstellen. Das heißt nicht, wann, wie schnell das Teil fahren darf, sondern wann die Unterstützung aufhört. Und wenn ihr es legal haben wollt, müsst ihr das Ganze hier auf 25 km/h einstellen. Hier könnt ihr irgendwie noch so ein Assist Level einstellen, also wie viele Unterstützungslevel wollte haben. Ich habe jetzt hier irgendwie 9, wenn ich ehrlich bin, geht mir das mega auf den Sack, weil ich eigentlich immer nur das Maximum benutze, weil ich faul bin. Und das war's eigentlich. Ansonsten, ja, kein Plan. Könnt ihr hier noch die, die Batterie einstellen, USB-Port, bla bla bla, allen möglichen Scheiß. Und wenn ihr ein bisschen tricksen wollt, könnt ihr hier theoretisch, wenn ihr böse seid, auch die Größe des Rades einstellen. Also ihr könntet das zum Beispiel kleiner wählen, als es ist. Das heißt, der würde dann die falsche Geschwindigkeit anzeigen und so könntet ihr praktisch auch die 25 km/h anzeigen, aber nicht haben. Ja, also das wäre auch eine Möglichkeit, wenn ihr denn irgendwie schneller fahren wollt, als ihr dürft und dabei aber nicht erwischt werden wollt sozusagen. Ja? Okay, das ist aber natürlich auch illegal, das heißt, sowas tun wir nicht. Wie ihr gesehen habt, das ist dann tatsächlich bei mir auch richtig eingestellt. Also wie gesagt, ich finde auch das Display gar nicht übel. Also ihr seht hier, das, ich finde, das sieht ziemlich cool aus, wenn man hier fährt. Dann sieht man auch nochmal, wie viel Watt genau getreten werden und so weiter. Wie viel Ampere gehen hier in die Batterie rein. Man sieht ja auch hier sehr genau den Batterielevel. Ne? Im Moment 39 Volt, also ist noch ziemlich voll. Finde ich echt ziemlich cool. Also gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, und für den Preis echt unschlagbar in meinen Augen. Jo, ich werde immer oft gefragt, wie viel Kilometer fährst du mit so einem riesen Akku? Das finde ich immer eine wahnsinnig schwierige Frage, weil das hängt natürlich mega davon ab, wie viel Unterstützung ich nehme und wie meine Strecke aussieht. Also wenn ich jetzt halt eine mega bergige Strecke habe, wo ich halt so viel Power brauche, dann kostet das natürlich insgesamt ein bisschen mehr. Also egal. Ich sage einfach mal so meine Erfahrungen, die ich bisher habe. Ich bin noch nicht so weit mit dem Teil gefahren, aber bisher war es so, ich habe ein paar Fahrten zur Arbeit gemacht. Ich benutze immer die volle Trittunterstützung und habe so, sagen wir mal, doch eine relativ bergige Strecke zur Arbeit, circa 20 Kilometer. Da würde ich sagen, hält die Kiste so ungefähr bei voller Unterstützung circa 100 bis 150 Kilometer. Also jetzt wirklich real, ja, nicht irgendwelche Quatschwerte, die die Hersteller mal angeben, sondern wirklich echte 100 bis 150 Kilometer kann ich mit dem Ding fahren bei voller Unterstützung. Das ist schon ziemlich geil. Wenn ihr die Unterstützung runterschraubt, also ganz wenig Unterstützung nehmt, dann dürften auch durchaus 250 Kilometer mit dem Monstrum hier drin sein. Also auch das ist ziemlich cool, ja. Eine Sache, die mir nicht gefällt, noch kurz zum Abschluss, ist das Folgende. Und zwar, was mir wirklich nicht so gut passt, ist, dass dieses Teil hier nicht wirklich wasserdicht ist. Ja? Also der Akku-Case, der hat keinerlei Dichtungen, auch hier durch das Schlüsselloch und so weiter. Das ist tatsächlich echt ein Manko in meinen Augen, was auch gefährlich werden kann. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich im Regen fahren möchte, muss ich das Teil noch irgendwie vor Wasser eindringen. Also das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Ne? Da muss ich noch irgendwie schützen. Möglicherweise geht es mit einer Neoprenhülle oder so, da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Wenn ihr eine coole Lösung für dieses Problem habt, also wie ich das Teil dicht kriege, und ich sage jetzt mal nicht einfach mit Silikon vollpumpen, das finde ich nicht so schön, dann zeigt es mir einfach oder sagt mir Bescheid, würde mich mega freuen, weil das ist echt noch so ein bisschen so ein ungelöstes Problem. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und wie gesagt, in den nächsten paar Folgen kommt auf jeden Fall noch detailliertere Videos, wie ich das Teil exakt aufgebaut habe und bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like, ich freue mich über sowas und bis zum nächsten Mal. Ciao.